Zum Jahreswechsel gehen 3 weitere Atomkraftwerke in Deutschland planmäßig vom Netz. Die Kosten der nuklearen Altlasten sind enorm, die Risiken liegen beim Steuerzahler. Nun kritisiert der Bund der Steuerzahler, dass eine umstrittene Atomanlage bei Gorleben in Niedersachsen erst in einigen Jahren stillgelegt werden soll. Die sogenannte Pilotkonditionierungsanlage steht auf dem Gelände des Zwischenlagers und verursacht hohe Kosten. Dabei wurde sie nie richtig in Betrieb genommen. Mitten im Wald bei Gorleben. Ein Fabrikgebäude, Grundfläche 50 mal 60 Meter. Hier sollte einst hochradioaktives Material vorbereitet werden für die Endlagerung. Oh ja, also ein ganz schöner Klotz, ja, der überragt das ja doch alles hier. Wäre es nach Birgit Hunecke und Wolfgang Ehmke gegangen, die Anlage wäre nie errichtet worden. Beide haben Ende der 80er Jahre gegen den Bau demonstriert. Denn der sollte damals in ihren Augen Gorleben als Endlagerstandort weiter zementieren. Diese Pilotkonditionierungsanlage, wie sie hieß, war einfach dann noch mal eins obendrauf. Also die Menschen waren einfach sauer, weil immer mehr Atomanlagen hier gebaut werden sollten. Wir kommen wieder! Wir kommen wieder! Doch allem Protest zum Trotz, 1990 beginnt der Bau der PKA. 10 Jahre später ist sie fertig, doch in vollem Betrieb geht sie nie. Vor 2 Jahren dann eine gute Nachricht für die Atomkraftgegner. Diese Pilotkonditionierungsanlage wird aufgegeben und sie wird zurückgebaut. Doch das liegt offenbar noch in weiter Ferne. Auf Nachfrage beim Betreiber heißt es, man plane den Abriss ab 2026. Und bis dahin verursacht die Anlage hohe Kosten jedes Jahr. Die PKA ist eine genehmigte kerntechnische Anlage. Und aus diesem Grund müssen die Anlagensysteme bis zur Stilllegung regelmäßig überprüft und gewartet werden. Was kostet das pro Jahr? Das kostet pro Jahr ca. 6 Millionen Euro. Viel Geld für eine Anlage aus den 90ern, deren Abriss lange feststeht. Formal würde die PKA noch gebraucht, sagt der Betreiber. Und zwar, um einen bestimmten Kastorentyp im Zwischenlager reparieren zu können. Auffällig aber: in anderen Zwischenlagern, wie zum Beispiel in Biblis in Hessen, stehen baugleiche Behälter mit hochradioaktivem Abfall und das ohne Reparaturhalle PKA nebenan. Dort habe man andere Reparaturkonzepte, ebenfalls sicher und offiziell genehmigt. Und die Frage ist, warum kann man das in Biblis einlagern? Hier muss man aber diese Anlage irgendwie erhalten, wohl wissend, dass die nie zum Einsatz kommt, zumindest auf dem Papier, um hier die Genehmigung auf dem Papier nachweisen zu können, dass diese Behälter hier lagern dürfen. Laut BGZ soll das Konzept aus Biblis übertragen werden. Doch warum der Abriss auch deshalb erst 2026 beginnen soll, kann sich das für die Genehmigung zuständige Bundesamt nicht erklären. Schriftlich heißt es: Für die Frage des Rückbaus der PKA dürfte das Reparaturkonzept nicht der zeitführende Faktor sein. Auch deshalb kritisiert der Bund der Steuerzahler Niedersachsen, dass der Abriss der Anlage auf sich warten lässt. Viele Beteiligte, komplizierte Verfahren, da seien teure Verzögerungen programmiert. Viele Köche verderben häufig den Brei, da dauern Informationswege schon mal etwas länger. Und ich habe aber auch das Gefühl, dass sich keiner jetzt so richtig dringend zuständig fühlt, dieses Verfahren in Gorleben schneller voranzutreiben. Denn letztlich liegt es auch daran, dass es keinem der 3 Behörden ans eigene Geld geht. Das weist der oberste Atomaufseher in Niedersachsen, der Umweltminister, zurück. Er verspricht, auf ein konsequentes Vorgehen beim PKA-Abriss zu pochen. Dass jeder Schritt auf dem Weg dahin auch nachvollziehbar eingehalten wird, also dass nicht so ein Zweifel entsteht, meint dies wirklich ernst, das wäre für die Region wichtig und das würde ich mir jetzt erwarten aus den Gesprächen noch mit Berlin. Die ersten Schritte in Richtung Abriss seien bereits getan, sagt der Betreiber. Die Atomkraftgegner in der Region hoffen, dass alle weiteren folgen und das möglichst schnell.